Hallo Leute, wir melden uns hier aus Amsterdam Schiphol und wir machen heute einen kleinen Flug mit einer 747 und ich bin nicht alleine, denn ich habe noch einen Gast. Genau, ich bin auch mit dabei, Niklas von Hannover Spotter. Und du bist Hannover Spotter. Ich bin Hannover Spotter, hast recht. Ja, und wir fliegen heute nach Paris mit einer 747, beide komplett in weiß. Genau. Wir wollen ja hier keine Urheberrechte von einer Airline verletzen. Ja, wir hätten ja auch, wie heißen die, Orbit Airlines nehmen können. Ist auch eine Airline. Na, die gibt's aber nicht. Ich weiß. So. Wir wollten den Pushback nach links machen, also drücken wir jetzt die Pushback-Taste. Und los. Gut, mein Pushback beginnt, deiner auch und... Jo, dann starten wir mal die Engines. Genau. So. Ich hau einfach mal alle rein. Ja, ich habe auch alle einfach rein. Können einfach alle angeschaltet meine direkt. Meine springen nicht an. Sollte man zwar eigentlich nicht machen, ja, hast du vielleicht die Treibstoffzufuhr. Ah, jetzt springen sie an, ja. Ich mache außerdem noch alle Lichter an. Lol. Es ist wieder der Ultimate Fail, dass wenn ich die Lichter anmache, sie bei dir auch angehen. Muss man machen. Muss bei L drücken und dann gehen meine Inlight, also in Inlight, meine Kabinenlichter auch an. Geil. So. Ich muss den Pushback beenden. Hier ist diese Mauer. Oder was auch immer. So. Pushback ist beendet. Du wirst dann vor mir starten gleich. So. Triebwerke laufen alle. Ich mache dann die Flaps auf. Auf was macht man die Flaps bei einer 747? Weiß nicht, ich mache sie mal. Ich mache die auf 50% immer. 50%? Ja, und beim Airbus 40. Ja, bei der Boeing sind 33% mir ein bisschen wenig. Weil so wie sie jetzt aussehen gerade, ist es ja schon okay. Für den Takeoff. So, wir stehen jetzt hier an der Bahn, abflugbereit, genau. Und ich stehe kurz, genau, ich bin hier vor der Bahn, ich stehe noch auf 3000 Vertical Speed und ja, dann kannst du eigentlich los. Okay, dann geht's für mich los. Ja, und ich roll jetzt auf die Bahn, hinter dir. Und wenn ich ausgerichtet bin, dann gucke ich zu, wie du abhebst. Okay, ich hab Vollschub. Ja, das ist die Bahn, welche Bahn ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist die 24. Bahn 24 hier. So, ich bin jetzt auch auf der Bahn. Ich gebe einfach auch Vollschub jetzt. Ja, genau. Das ist lustig. Einfach mal voll rein. Ja, ich habe auch schon 100 Knoten, hat mal gesagt, wenn ich 100 habe. Ja. So, ab nach Paris. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade rausfliegen. Nee, wir müssen gleich ein bisschen links drehen. Okay. Ja. Wir können einfach Navigation anmachen, dann dreht er automatisch. Ja, genau. Dann dreht er auch synchron, so. So, 120. Geh ab. 140. 150. V1. Rotate. V2. Ja, relativ neblig, ne? Ah, jetzt bin ich durch den Nebel. Jetzt bin ich aus dem Nebel raus. Ich noch nicht. Ich mach dann, wann wollen wir den Autopiloten anschalten?
Kannst du schon machen. Ich flieg dir erstmal hinterher. Gut. Ich glaube, ich komme jetzt auch aus dem Nebel raus gleich. Ah, jetzt bin ich draußen. Ja. Dann mache ich jetzt auch Autopilot an, ne? Ja, warte. Aber du drehst noch gar nicht. Jetzt. So, ich denke, wir melden uns einfach auf Reisehöhe wieder, ne? Genau, bis dann. Bis gleich. Ciao. So, wir sind jetzt wieder da. Wir haben jetzt beide die Reisehöhe erreicht. Wir haben die Geschwindigkeit zu hoch, aber das interessiert uns nicht. Ja. Mit unserem 747 hier. Wir wollen schnell ankommen. Wir haben jetzt noch genau knapp 150 Meilen. In 50 Meilen werden wir dann irgendwann in den Sinkflug gehen. Auf Charles de Gaulle. Genau. Du bist so leicht hinter mir. Ich habe dich jetzt überholt. Kann sein, dass du auch auf 22.100 bist? Ne, ich bin auf 22.000, genau. Du bist ein bisschen über mir. Weil das sieht man, das ist kaum eine Höheunterschied. Das sind ganze 100 Füße. Naja. Naja, 100 Füße sind ja fast so hoch wie ein Flugzeug. Jo, wenn du meinst. So. Ich nehme ein bisschen Schub raus. Ich habe jetzt 520 gerade. Ja, ich fliege auch 520. So, ja dann. Ja, wir haben jetzt eigentlich relativ viele Abos jetzt gekriegt in der letzten Zeit. Ja, was hast du dazu so zu sagen? Ja, freut mich natürlich auf jeden Fall, dass es so viele Leute gibt eigentlich, die meine Videos, die Arbeit schätzen, die man macht. Das ist ja nicht nur bei mir, sondern generell, dass es überhaupt so viele Leute gibt, die deine Arbeit schätzen. Meine auch. Und das ist ziemlich cool. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, 30 Abonnenten gekriegt. Ja. Und jetzt habe ich fast 300 und ich hätte mir das vor einem halben Jahr im Traum nicht einfallen lassen können. Vor einem halben Jahr habe ich gerade 100 gekriegt, also das war schon cool. Das ist schon krass. Ja, also wer es noch nicht getan hat und dieses Video guckt, Hannover Spotter, abonnieren, Link ist in der Beschreibung. Dankeschön. Ja, und wer mich noch nicht abonniert hat bei Hannover Spotter, der ist psychisch gestört, der kann mich bitte abonnieren. Ja, das ist halt so. Ja, das ist ja wie es ist. Flugsimulator ist wie das echte, nur dass es nicht echt ist. So kann man das sagen. Wer kennt denn, wer, also jeder, der dich abonniert hat, kennt doch den Flugsimulator. Das ist so, ja. Weil du machst ja sonst eigentlich nichts anderes Gutes. Außer Spotting, Spotting. Außer als das Spotting und FSX mache ich sowieso nichts. Also nichts Gutes ist ja eigentlich nichts. Ja. Weil ich mache gar nichts Schlechtes. Natürlich nicht. Nein. Gut, es sind ein paar unnötige Videos dabei, das muss ich sagen, aber es gibt auch welche, die sind gut. Ein paar sehr unnötige. Und ein paar sehr gute. Ja, es gibt welche, die sind nicht schlecht, aber manchen denke ich mir einfach nur... What the fuck is he doing? Warum? 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 Warum spammt er das Internet mit so einer Scheiße voll? Kannst du mal ein Beispiel nennen? 747 Absturz. Da habe ich über 20.000 Aufrufe, als wenn ich das einfach so hinschmeiße. Trotzdem ist das total unnötig. Pff, ich scheiße doch nicht auf die ganzen Aufrufe, hallo? Nur wegen diesem Video habe ich noch in 2013, und zwar am 31. Ganze 100.000 Aufrufe bekommen. Und das ist geil. Ja, wundervoll. Und da kannst selbst du nicht mithalten. Nee, da kann ich auch nicht mithalten. Ich habe jetzt, glaube fast 30.000, also nicht so viele. Ja. Oder 24, irgendwas mit 20, fast 30, also keine Ahnung, ich achte da nicht drauf. Du kommst mir zu nah. Ja, ich seh's. Gehst du gerade absichtlich runter? Ja, klar. Nimm mal ein bisschen Schub raus. Wieso? Ich dachte, wir fliegen Vollschub durch. Spielen wir jetzt hier Pferderennen oder was? Nein, 747 Rennen. Ey, cool, du bist genau unter mir. Ja. Okay, also ich denke mal, wir melden uns dann gleich nochmal. Genau. Wenn wir einfach in den Sinkflug gehen oder wenn wir im Interflug sind, was weiß ich. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder da. Wir gehen jetzt in den Sinkflug auf Paris Charles de Gaulle, CDG, LFPG, was weiß ich. Auf 8000 sinken wir. Ich bin schon etwas tiefer als du. Ja, ich sehe schon. Lassen wir noch Vollschub oder gehen wir runter? Ja, ja, ich fliege Vollschub durch. Ja, ich habe jetzt aber schon fast 550. Ich gehe, ja, ich lasse es. So, 21.000.
Ich mach mal den GPS. Wow, was machst du da? Du geisteskrankes Kind. Jetzt wieder anziehen, natürlich. Also. Deine 747 sieht so ekelhaft aus. So einen fetten Arsch, ey. Also. Ja, 747 ist doch voll geil. Ja, fetter Arsch halt. Du hast einen fetten Arsch. Nein. Also. Na, ich kenne deinen Arsch nicht und den will ich auch nicht kennen. Hoffentlich nicht. Nee, das war. Zieh sie ab. Ich will jetzt den GPS öffnen. Terrain, Terrain. Pull up. Dieser blöde GPS, der geht nicht auf. Jetzt ist er auf. Also meiner ist schon auf. So, ihr könnt jetzt auf der Karte sehen, ganz schwach, aber ihr könnt es sehen, dass wir gerade, ja, wir fliegen gerade erst über die Grenze von Belgien nach Frankreich und, lassen wir bitte die Stadt, wir sind gerade auf 1000. Warum nur auf 1000? Weil wir etwas erst über die Hälfte des Weges überhaupt geschafft haben. Gut, wenn der Meister das sagt. Wollen wir den Kurs ändern? Warum? Weil wir jetzt so genau auf die Bahn so quer auftreffen. Ja, okay, dann sag mir den Kurs. 200. So, Heading. Heading ist eingestellt. Drehst du auch gerade? Mhm. Ja, du drehst auch. Gut. Kurz 200, dann gehen wir wahrscheinlich über die 27 rein. Ich habe von Paris keine Ahnung. Ich schon. Ich nicht. Ich schon. Ich nicht. Doch, du weißt, dass sie 4 Bahnen haben. Nö. Du weißt, dass Air France da den Sitz hat. Ja, das weiß ich. Du weißt, dass Lufthansa dahin fliegt. Ja. Ja, das sind alles Punkte, von denen du Ahnung hast von Paris. Das bedeutet, du hast nicht keine Ahnung. Das ist ja wundervoll. Ja. Was machst du da? Du weißt, dass die Ratscha alle im Video sind. Was denn für Ratscha? Was machst du da? Ich mach gar nichts. Und du weißt, dass das alles im Video ist. Also, du kannst es dir mit ansehen. Mhm. So, wir melden uns später. Tschüss. Noch nicht so tief. Ich komm 500. Eher zu hoch. Psst. 400. 300. Bei dir rechts, ich hab's gesehen. Die war aber gar nicht mehr so hart, die war relativ weich. Die war ganz gut. 200. So, jetzt komm ich. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Oh, okay. Ja. Das ist das Dumme. Bei 10 setzt der schon auf. Ich wollte noch ziehen. Ja. Ist so. Das ist ein bisschen kacke. Wieso machen die das so? Egal, dann nehme ich halt jetzt 20 als 10. Da bist du. So,
Haha, ich bin vor dir. Du hast auch relativ spät aufgesetzt, ne? Ja, aber... Also der FSX sagte mir, dass ich eigentlich zu tief war. Ja, ja, war bei mir genauso. Er sagte zu mir auch, ich bin zu tief, und dann habe ich aber relativ spät aufgesetzt. Ja. Ich roll schon mal ein Skate, ne? Ja, ich auch. So. Also ich bin jetzt hier wieder. Ich werde jetzt wieder auf Dings machen. Auf schneller. Ja. Auf schneller. So, wir sind jetzt hier im Gate, und ich stelle die Triebwerke ab. Wo stellst du denn die hin? Die ab. Die Triebwerke stelle ich ab. Die stelle ich nirgendwo hin. Ja, die abnehmen, du stellst... Abstellen! Ja. Verstehst du? Ja. Du trägst etwas und stellst es dann ab. Genau. Gut. Das war's dann jetzt auch von diesem Flug. Wir verabschieden uns. Das war ein schönes Erlebnis heute. Und ja, ich denke, wir machen gleich noch einen Flug. Ja, ich denke auch. Wann ich den hochlade, weiß ich noch nicht. Den werde ich auf jeden Fall vor dem nächsten hochladen. Vielleicht kommt er ja schon morgen hoch. Jo. Ja. Also heute. Wir sehen uns. Hannover Spotter alias Niklas ist ja dann wieder dabei. Genau. Beziehungsweise andersrum. Niklas alias Hannover Spotter. aber... Wir schauen da mal, vielleicht ein anderes Flugzeug, vielleicht auch ein anderer Airport, bestimmt ein anderer Airport, aber nicht Abflug. Abflug wird von Paris sein, ne? Jo, genau. Gut, wir sehen uns dann und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, bis dann und ciao.